Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Vizebeast Infinity Evolved Skyblock. Ja, wieso klinge ich, als hätte ich irgendwas ausgefressen? Es könnte daran liegen, dass ich so gesehen etwas ausgefressen habe, wobei ich sogar unschuldig bin. Vielleicht fällt es ja einigen schon auf, die Karte hier hat sich ein bisschen was verändert. Wieso hat die sich verändert? Naja, ich kam eben auf den Server, der hat mir dann nochmal gesagt, Fatally Missing Block or Items. Ich war am googeln, bis zum geht nicht mehr, hab nichts gefunden. Also nichts, was funktioniert hat, also nichts Produktives. Ja, dann bin ich den Server, hab gesagt, ja komm, save ich die Map? Ende? Was passiert? Ich hab die Map gespeichert, denk mir, ja komm, probier's mal im Singleplayer. Singleplayer, was passiert? Pack stürzt ab. Ja, woran lag's? Mein alter Server, der Worldly Server, war hier drauf noch installiert. Was ich aber nicht wusste, ich hatte speziell, also explizit hatte ich gesagt, Worldly Server gelöscht und Infinity Skyblock installiert. So. Ja, jetzt habe ich eben nochmal das Pack neu installiert, aber blöderweise auch die Map gelöscht. Also, ich habe es versucht, so gut es geht, nochmal nachzubauen. Es wird besonders hier im Bereich Items ein paar kleine Änderungen geben, aber naja. Auf jeden Fall hatte ich offscreen gesiebt, die hatten jetzt auch keine Dias mehr und nur, naja. Geht eigentlich. Was ich aber gerade sehe, wir brauchen einen Slab Furnace. Machen wir den mal gerade. So, ich hoffe auch, dass euch das so zusagt, wie ich das momentan mit der Musik mache. Ja gut, den können wir mal dahin rotzen. Ich habe mir was überlegt, was wir heute machen. Und dazu würde ich gerne einmal so machen. Und dementsprechend dann auch nochmal so. Warum würde ich das so machen? Ich würde gerne heute eine kleine Automatisierung bauen. Jetzt werden schon wieder kommen, oh nein, jetzt baut er nicht schon so vorne Transfernort, bla bla bla. Brauch ich auch nicht. Schauen wir uns mal der Transfernort an. Da habe ich mir was überlegt, die Transfernode-Items, da brauchen wir einen Redstone-Block, Redstone, da brauchen wir nochmal Redstone oder halt eine Perle, was wir nicht haben. Das geht ja noch, aber das World Interaction Upgrade, das ist teure. Wir brauchen 4 Eisen, 4 Lapis und eine Diaspitzhacke. Ja, da gibt es noch eine andere Möglichkeit. Es gibt ja noch den guten alten Blockbreaker. Welchen... Ja, okay, dann nehmen wir eindeutig den hier. Da braucht man nur eine Eisenspitzhacke. Und wenn ich mal hier reinschaue, Eisen sollten wir was haben. Ja. Da mache ich auch noch mal gerade so ein bisschen was. Für alle, die nicht wissen, was man denn mit Brocken was machen kann. Die kannst du so zu Gravel oder Sand zusammenklüppeln. Oder hier Dust. Und dann kannst du einmal hier dazu platzieren. Das mache ich jetzt einmal hier. Das ist doch super, dass es gerade regnet. Da wir immer noch keinen Eimer haben, kann man so schon mal ein bisschen Wasser. Und dann kannst du das hier mit dem Hammer so ein bisschen klein bröseln zu den kleineren Teilen. Also von Gravel zu Sand, von Sand zu das, von das zu das. Ja, das ist das Niedrigste, das Minderwertigste. Ich passe beiseite. Ja, mehr kleiner als das ist nicht. Brauchen wir eigentlich gar nicht klein aus. So, aber was ich nochmal offscreen gemacht habe, zeige ich jetzt einmal sofort. Na? Ich muss mich daran gewöhnen, dass ich jetzt hier auf Slabs lebe. Ich hatte ja bei World, hier hatte ich ja sofort die große Insel gehabt. So. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Da haben wir schon mal wieder. Oder das heißt ich schon wieder, da haben wir jetzt eigentlich mal was Eisen. So, für den Blockbreaker brauchen wir eine Spitzhacke, einen Pisten und ja, ansonsten Kobbel und ich wollte gerade sagen, was läuft da unten rum, das war aber nicht Fliege auf meinem Bildschirm. Und Redstone, also brauchen wir 2 Redstone und dann 4 Iron. Da bin ich mal so verschwenderisch und nehme ich mir mal so eine Kohle. Cola. Oh, sehr schön, da ist auch schon wieder ein Baum gewachsen. Ha,
Habe ich jetzt eigentlich die ganze Erde, die ich gemacht habe? Habe ich die mir... Nee, muss ich noch machen. Ich hatte mir circa ein halbes Stack Erde gemacht, aber ich glaube, dann mache ich dann einfach so. Wir können ja ganz einfach hier mit dem Lauf wieder neue Erde machen. Na? So. Okay, wir brauchen auf jeden Fall, das dürften 10 Kobbel sein. Haben jetzt zum Glück hier so ein paar, ne? Haben wir ja zum Glück. Und noch einmal, dann machen wir hier aus Diggies. Wie sieht dann mit Iron aus? Supi. Das sieht super aus. Sehr schön. Das kommt dahin, Holz kommt dahin, Piston, Kobbel, Redstone, Pickaxe, Blockbreaker, sehr schön. So, und können wir... Okay, also müssen wir... Na? Boah. Ich merke schon, das wird jetzt eine super Aufnahme. Also ich mache jetzt glaube ich auch nur eine. Alter. Jawohl. So. Der funktioniert jetzt aber noch nicht. Wieso funktioniert der nicht? Der braucht ein Redstone-Signal. Da zeige ich jetzt einmal, wir könnten jetzt andauernd im Lever so machen. Gibt aber eine einfache Methode. Den Lever behalte ich auf jeden Fall jetzt mal. Es gibt ja immer noch eine sogenannte Redstone. Na? Die Redstone Clock. Die auch gar nicht mehr so teuer ist. 4 Cleanstone, 4 Redstone und eine Redstone Torch. Kurzer Geheimtipp. Für alle, die es nicht wissen. Oakwood an sich hat eine Burntrain von 300. Die Planks auch 300. Also macht lieber... Planks, da kommt da mehr raus. So. Da reicht man schon mal alles vor. Das machen wir mal hier. Haben wir ja immer noch genug Crafting Table. So, was ich da aber dann noch machen würde, um das Ganze zu speisen, einen Compacting Drawer würde ich da gerne mal machen. Wieso den Compacting Drawer? Ganz einfach. Der Compacting Drawer kann Items für sich aufnehmen, wie ganzen Ingots oder auch Cobblestone und komprimiert das dann. Also sagen wir mal, aus den Ingots macht halt da gleichzeitig die Blöcke und die Nuggets drin. Und von den Cobblestone macht er dann automatisch Compressed Cobblestone und Double Compressed und so weiter. So. Ja, wir müssen aber dafür noch ein bisschen Eisen schmelzen, sehe ich auch. Alter, zieht sich das bei mir zusammen. So, eine Redstone Clock. Sehr schön. Dann fangen wir mal jetzt an mit dem Compacting Crawler. Ich will aber ganz kurz hier werden. Dessen neuen Dirt vorbereiten. So, und wenn das jetzt hier anfängt, dann zeige ich auch mal ganz. Ja, das hat ja super funktioniert. Ja, so. Dann zeige ich auch mal ganz kurz, warum ich das Ganze mache. Wir brauchen mal 5 Cleanstone und. So, machen wir mal gerade so und dann als Verrückte. 5. So. Ganz. Dann ist halt schnell an hier und ich habe keinen Bock nochmal was nachzulegen zu müssen. Ansonsten lege ich halt den Stick nach. So. Was das für ein Klump unten neben dem Cobblestone ist, also links daneben, zeige ich gleich mal.
Zack, zack. Ich lege trotzdem mal den Stick nach, vorsichtshalber. So, wieso machen wir das Ganze? Wir können ja mit Cobblestone, können wir hier so Compress Cobblestone machen, ne? Das ist ja nichts Neues. So. Mit der, es gibt aber etwas dank dem Mod Excompressum. Wenn wir jetzt den Compressed Cobblestone hier hin tun, können wir so einen Compressed Stonehammer nehmen. Macht man aus 9 Stonehammern. Und dann können wir auf einen Schlag 9 Cobblestone Kopfknüppeln. So, wieso machen wir das? Einfach weil es schneller ist. Ja. Und es geht auch eine andere Möglichkeit. Wir nehmen dann noch den Compressed Gravel. Und hier haben wir einen Heavy Oak Sieb. Da können wir das Compressed Zeug, den Compressed Gravel, Sand oder auch Dirt. Und auch das können wir halt hier drin sieben. Also das erleichtert uns einiges. Jawohl, da haben wir wieder ein Dia. Sehr schön. So, was geht denn hier, oder? Oh. Gut, tun wir das Zeug einmal weg. Ja, ich muss aber wieder aufräumen. Kaktus jetzt kommen hier nicht rein. Ancient Spores, Exotic Seed, Cocoa Beans. So, und dann kann auch der Tier da rein. So. Sehr schön. Sehr, sehr schön. 1, 2. Und ein Drawer. Da brauche ich noch einmal Wood. Ja, komm, ich nehme schon das Wood generell raus. So. Zack, zack. 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 2 Pisten. So, wenn ich mich recht jetzt nicht täusche, war das 1, 2, 3, 4. Wir brauchen auf jeden Fall eine Truhe. Boah, das ist sogar zu heikel. Okay. Na. So. Und ein Drawer. Die Pisten. Ein Iron Ingot. Und wir haben einen Compacting Grower. Und wir bekommen jetzt auch jede Menge Zeugs, aber den Slab sollte ich einfach unten versetzen. Sehr schön. Und wir haben jetzt 2 Compressed Coils. So. Okay, das können wir jetzt einfach mal so laufen lassen. Wie ist die Folge? 30 Minuten. Dann können wir eigentlich mal so ein bisschen weitermachen. Das muss genau noch ein. So, Compressed Cobblestone. Wir können dann hier einmal ein bisschen kleinköppeln. Weil, dann zeige ich jetzt einmal ganz kurz unser nächstes Ziel, oder eher gesagt unser erstes so richtiges Ziel. Wir gehen jetzt langsam nämlich schon auf die allererste... Ist das Maschine? Boah. Wir bewegen uns langsam Richtung Technik hinzu, würde ich mal ausdrücken. Wir brauchen nämlich, um voranzukommen, brauchen wir einen Coke Ofen. So. Der Coke Ofen ist ein Multiblock aus Sand und Bricks. Wie bekommen wir jetzt Bricks? Es ist Clay, ja gut, aber wie kommen wir an Clay ran? Wir haben Slack, aber da sind wir noch bald weit von weg. Ja, Bienen ja auch noch. Ja, wir fangen jetzt mit, wir fangen jetzt einfach mal mit Blood Magic an. Okay, für Blood Magic brauchen wir einen Blattaltar. Da brauchen wir ja nur ein bisschen. Ja, die Altarblatt von Witchery, Alchemical Furnace, ja, okay. Ist ja gut. Ja, es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, um an Clay ranzukommen. Moment. So, ich glaube, wenn ich jetzt so gehe. Hier, dieser Clay-Block kriegen wir im Slush-Boiler oder wenn wir in einem Barrel Wasser mit Dust mischen. Und dann kann ich ansehen. Ja, man kann Slime-Ball reinmischen oder Waschungsturm mit Witch-Water aufbringen. Das wusste ich selbst nicht.
Okay, also man kann ja schon geile Scheiße machen, sehe ich gerade. Ja. Okay. Aber wir wollen jetzt erstmal schauen, dass wir an Land rankommen. Und dementsprechend das. So, 3x3. Wir brauchen 27. Wir brauchen eine Menge. Um das Ganze schon mal abzukürzen. Also 26 Blöcke brauchen wir. So, dann machen wir das schon mal klein. Also das sollte jetzt eigentlich kein Thema sein, um da ranzukommen. Aber trotzdem, wir sollten uns ranhalten, will ich jetzt nicht sagen. So, ja gut, machen wir mal so. Weil ich würde ganz gerne noch ein bisschen Glas schmelzen. Warum würde ich Glas schmelzen? Naja, da wir immer noch keinen Bucket haben und das nie im Leben reichen wird, da kriegen wir 12 Clay raus. Happy Birthday, das sind 3 Blöcke. 3 Kobold-Blöcke. Ja gut, der ist wirklich billiger, oder? Ja, nee, doch, nee, der ist nicht billiger, der braucht ja doppelt so viel Clay für 2 Blöcke. Der ist halt nur ein Cent billiger, aber na gut. Bin halt überlegen, wie wir jetzt weitermachen. Ja. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir machen den hier. Weil Sand ist schneller momentan als alles andere. So, warum werde ich mir jetzt hier Glas machen? Wir machen uns Glasflaschen. Weil das Coole ist, hier die Wasserquelle verbraucht sich ja nicht. Wir können einfach so rausnehmen. Dann gehen wir jetzt einfach mal zum Babel hin. 33, 66, 99. Oh, scheiße. Habe ich dann auch gerade gemerkt. Ich dachte, die würden sich dann verbrauchen, aber gut. Ja gut, dann machen wir nochmal mehr Glasflaschen. Gut. Weil so kommen wir relativ schnell an Wasser hier drüben ran. Blöde ist, hier sind 99,9% drin. Also wir müssen eine Wasserflasche nochmal verbrauchen. Ja gut, den haben wir, nehmen wir mal kurz raus. Top. 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 So. Nehmen wir erstmal hier 3 vom Skobel raus. Dann können wir schon mal ein bisschen das fertig machen. Was heißt ein bisschen? Ich vergesse dann aber, dass das kompressiert ist. Einmal, zweimal, dreimal. Ja, einer bleibt über, aber da mache ich auch kurz einen Prozess mit. Chicken Stick. Dup, dup, dup. Zack, zack, zack. 1, 2, 3, 4. Oh. Ich brauche nochmal neues Wasser. Ja, so ist das, meine Damen und Herren. Ein Eimer ist hier richtiger Luxus, wie ihr merkt. Vielleicht sollte ich auch ein Shift drücken. Zack, zack. Ja, da sieht man es. Wie sieht das hier aus? Okay. Und schon haben wir stolze 7 Clay. Sehr schön. Gut, dann machen wir das einmal komplett zu den Bricks. Ja, so einen schönen Brickshot in... Okay, okay, okay. Ich höre schon auf. Das müssen wir jetzt aber leider schmelzen. Gut. Auf jeden Fall, das würde ich jetzt offscreen fertig machen. Werde ich aber noch nicht aufbauen. Also ich werde die dann nur alles hier parat legen, was wir brauchen.
Aber ich werde ansonsten hier wirklich nur noch rumsitzen und hier die ganzen Ärzte, die wir bekommen, werde ich verarbeiten. Aber bis ihr das seht, da wird einige Zeit vergehen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ihr seht mich morgen wieder. Ich sehe euch, beziehungsweise spreche mit euch imaginär. Ist ja immer noch so ein Forever Alone Job, der, der Supporter, Alter. Ich habe es heute richtig, ne? Nee, nicht der Supporter sind voller Avalon Job, obwohl der auch, aber eher der Let's Player. Ne? Man spricht mit dem Publikum, was gar nicht da ist. Alles klar. Dann sehen wir uns aber beim nächsten Mal. Bis dahin, euer imaginärer Dorsch.